Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Wir haben gerade ein Unboxing gemacht. Ein Paket war noch übrig. Der Akku war leider leer. Deswegen, ich konnte das nicht durchziehen. Das musste ich ausführlich zeigen. Hier sieht man nochmal, dass wir Unboxing gemacht haben. Aber dieses extra Paket, was jetzt noch übrig ist, möchte ich extra auspacken in einem extra Video, in diesem Video. Aber nicht hier. Das mache ich in meinem Bier-Adventskalender-Location. Zimmer und da melden wir uns gleich zurück. Adi Schatz, was machst du denn? Du darfst jetzt leider nicht mit, aber das muss ich jetzt noch zeigen. Das ist krass, ich kann mich nicht daran erinnern. So, da sind wir in unserer Unboxing-Location, weil hier ist das beste Licht, denn das muss ich euch wirklich zeigen. Ich habe am Anfang Bammel gehabt, ich dachte, ich habe gar nicht mehr dran geglaubt. Ich dachte so, ja, jetzt hast du hier Geld bezahlt für irgendwas, was gar nicht existiert oder was. Was dann Abzocke ist oder irgendwie, weil ich kenne das nicht. Kennt ihr so diese Kickstarter-Projekte, wo irgendein kleines Entwicklerteam versucht, irgendein Game zu produzieren und die brauchen dafür aber ein bisschen Kohle? Also könnt ihr spenden, das unterstützen. Sagen wir mal, aber die brauchen 100.000 Euro. Und wenn da 100.000 Leute 1 Euro spenden, dann hat jeder mit 1 Euro dafür dazu beigetragen, dass das halt passiert. Es gibt Slaps and Beans, das Spiel von Bud Spencer, Terence Hill, wo man da rumläuft, sich durch die Gegend rumprügelt mit der Musik aus den Filmen damals, mit den Effekten, mit den Sounds, mit allem drum und dran. Und dann sollte Slaps and Beans 2 kommen, aber als Kickstarter-Projekt mit auch Synchronisation, mit Stimmen dabei, mit Dialogen, mit allem. Und ich habe das gehört und ich habe den ersten Teil noch nicht gekannt. Ich habe mich so auf Slaps and Beans 2 gefreut, weil ich gesagt habe, ich werde mir das bestellen. Ich werde dafür sorgen, dass das auf den Markt kommt. Ich möchte dieses Kickstarter-Projekt unterstützen. Du konntest irgendeine Summe spenden und je anhand der Summe hast du dann verschiedene Stufen freigeschalten von Goodies, die du dann im Endeffekt kriegst, weil die sich bei dir ja auch bedanken wollen. Du hättest zum Beispiel einfach sagen können, du spendest 15 Euro und wenn das Spiel dann fertig ist, dann kriegst du das geschickt und bist dafür verantwortlich, dass das Spiel auf den Markt gekommen ist und als Dank hast du das Spiel auch kostenlos bekommen. Ich habe damals 100 Euro gespendet. 100 Euro. Dafür habe ich diverse Boni bekommen. Ich habe das Spiel vorab auf Steam mit einem Steam-Code bekommen. Im Bundle mit dem ersten Teil auch dazu. Ich konnte also Slaps and Beans 1 zocken gratis, Slaps and Beans 2 zocken gratis. Vorab schon, bevor es wirklich auf den Markt kam. In den Preis integriert war aber dann eine Hardcopy. Also dass du das Spiel in der Hülle auf einer Disc oder so direkt auch nach Hause geschickt bekommst und dann auch spielen kannst immer. Jetzt musste ich entscheiden, ob ich das für PlayStation oder Switch haben will oder sonst was. Hab gedacht, ich kriege jetzt also nur das Spiel und habe ja vorher den Zugang gehabt über Steam und mein Name wurde im Abspann in den Credits erwähnt. Du siehst alle Supporter nämlich im Abspann bei Slaps and Beans 2. Da stand Ramses der Dicke mit dabei. Wir haben Slaps and Beans 2 im Stream gezockt. Ihr war dabei, Level für Level haben wir uns da durchgeboxt. Es hat Spaß gemacht, es war richtig cool. Und jetzt ist es soweit, die fertigen Spiele wurden rausgeschickt, dass ihr das nicht mehr nur digital habt, sondern einen ganzen Karton, der ziemlich schwer wirkt, wo ich mir dachte, wenn da ein normales Switch-Spiel drin ist, wieso ist das so schwer? Jetzt habe ich vorhin ja schon reingeguckt gehabt in einem anderen Unboxing, habe hier das Füllmaterial rausgenommen und dann sehe ich plötzlich so eine richtig fette, große Box und habe mir gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Guckt euch das mal an. So eine große, fette Box und die kannst du so, glaube ich, auch einfach nicht kaufen. Die ist halt exklusiv wirklich für die Supporter angefertigt. Die ist verschweißt. Die ist so dick wie ein Buch, wie ein ganzes Bücherregal. Hier sind Bananen drauf. Hier steht nochmal Slaps and Beans 2. Yellow Gold Edition. Mir ist nicht bewusst, dass ich so eine große Edition kriege. Ich dachte wirklich, ich kriege das Spiel für die Switch ganz normal. Ich kriege vorab einen Code, dass ich das schon spielen kann. Und ich werde im Abspann erwähnt, jetzt habe ich hier eine Yellow Gold Edition bekommen von Slaps and Beans
2 und das möchte ich mit euch jetzt mal aufmachen. Hab mir extra hier so ein Messer besorgt, um hier mal irgendwie so reinzuschlitzen. Man will ja nichts kaputt machen, man macht schnell was kaputt. Deswegen, ich wollte ein Teppichmesser, aber wir haben keins. Ich habe gesagt, was, jeder Mensch hat doch Teppichmesser. Ja, aber ich ja auch nicht irgendwie. Die sind beim Umzug wahrscheinlich weggekommen. Dann machen wir mal die Folie ab. Das ganze Ding ist ja vom Trinity-Team. Das Trinity-Team. Jetzt ist das Ding ab. Und jetzt ist das hier ein Pappschuber, den man hochziehen kann. Ich habe Angst, was kaputt zu machen. Du ziehst den Pappschuber ab, der hier an der Ecke ist. Du hast jetzt hier, oh, da ist noch mal ein Siegel. Da ist noch mal ein Siegel drauf, was du erst durchstoßen musst, durchbrechen musst, damit du an den Inhalt kommst. Machen also auch das Siegel durch. Legen es wieder hin. Können das magnetisch. Können das jetzt so hochklappen. Aber das kann hier, das klappt sich wieder dran. Das ist magnetisch, das hält magnetisch dort. Wir klappen es mal auf. Wir haben es aufgeklappt. Es riecht richtig neu und brutal. Ihr habt hier drin Slaps and Beans 2. Hier diesen Startbildschirm sozusagen. Da seht ihr die Stadt. Da ist ein richtig fetter Karton mit Inhalt. Hier sehe ich schon eine Banane. Das was für Bisa Fan Enzo. Trinkt mehr Bananen. Ein Bananenschlüsselanhänger ist da drin, den man nehmen kann. Dann haben wir hier Karten. Bud Spencer, Terence Hill, Slaps and Beans 2. I supported this project on Kickstarter. Es sind ein paar Leute abgebildet. Hinten drauf ist auch nochmal, sind lauter Unterschriften. Die Entwickler bedanken sich da bei euch alles. As you unwrap this collector, you can imagine one of us on the development team personally pegging it for you, because that's exactly what happened. No robot has been exploited for the assembly phase. It was just us brought together in one day of September to do everything in our office. It's a way to thank you again for supporting us in this 16-bit adventure. Your help was as precious as a lot of bananas in the village of Jumbo. Das Englisch ist on fleek. We hope you like this new portion of Slaps and Beans and can give you a good dose of laughs. Let us know what you think of Slaps and Beans 2. 600 solche Editionen sind im Umlauf. Das ist hier die 238 vom Trinity Team. Das sind die Entwickler abgebildet hier als Comicfiguren. Dann habt ihr hier eine Slaps and Beans 2 Karte nochmal, die sieht auch schön aus, die ist auch richtig dick, richtig pappig, guckt euch das an. Dann haben wir noch eine Karte, da sitzen die hier, der Bud Spencer auf der Hollywood-Schaukel, Terence Hill sitzt hier daneben, da ist noch der Boss, tu mal das auch hier rüber. Haben hier noch eine, auch, es ist sehr glatt, es ist glatt, hier wird geprügelt, Slaps and Beans 2. Das sind keine Postkarten. Da ist nichts drauf mit Post. Das ist so. Slaps and Beans 2. Jelly Beans. Ein Tütchen Jelly Beans von Slaps and Beans 2. Darf man das essen? Ich weiß, ich traue es mich nicht mal aufzumachen. Slaps and Beans Jelly Beans sind hier drin. Dann habt ihr hier nochmal Slaps and Beans 2. Ich weiß nicht, was das sind. Es ist in einem extra Tütchen, was man auch aufmachen kann. Wir machen das mal auf, gucken uns das an. Es sind Karten. Das sind alles Karten. Ihr seht vorne hier, das ist überall der gleiche Druck, ja. Und hinten habt ihr aber immer ein Bild drauf. Wir haben hier einen Helm, einen Football-Helm. Wir haben hier einmal, wir haben hier Bananen, haben wir drauf. Wir haben hier eine Pfanne mit Bohnen. Wir haben ein Nilpferd. Das Nilpferd ist dabei. Haben nochmal hier den Helm, nochmal Bananen, nochmal Bohnen und nochmal ein Nilpferd. Das, ob man die Sachen braucht oder nicht, das ist, du hast das einfach und das liegt da drin und das sieht einfach richtig toll aus. Hier ist noch was.
Da hast du einen Code, genau. Hier ist Werbung, da gibt's wohl eine Seite. Da kannst du so Figuren bestellen, Plastikfiguren, die du hinstellst, so Aufsteller direkt, die hochwertig verarbeitet sind, die lebensgetreu echt nachgebildet sind. Da kannst du auf der Seite, kannst du dir bestellen, sogar hier mit Buggy drin sitzend beide oder halt eben einzeln, gibt's einen Rabattcode, wenn du da dir sowas fürs Regal kaufen möchtest zum Hinstellen. Dann ist jetzt noch ein Buch. Ein Buch, ein richtig fettes, dickes Buch, ein Artbook, wo du halt ja durchblättern kannst. Das schnüffelt halt so frisch und hast jetzt hier lauter Sachen dazu von dem Spiel, von den leeren Leveln, den einzelnen Sachen. CIA, für jedes Level hast du irgendwas, Konzepte dabei. Und es ist alles schön bebildert in der Bowling Alley. Du siehst immer irgendwas daraus. Also das ganze Level-Design ist nochmal da auch aufgelistet. Das sind wirklich viele Seiten drin. Du siehst nochmal das Charakterdesign, was für Animationen die alle haben und machen können. Wie die sich bewegen, auch bei den Bösen hier. Die verschiedenen Helme, die der haben kann, die verschiedenen Stellungen, wenn da einer schießt. Hier unten, der hat Bananen in der Hand, die verschiedenen Bewegungen, das ist alles aufgelistet. Der Karatekämpfer, der hat genervt. Die ganzen einzelnen Charaktere sind da auch drin. Nicht nur die Level, auch die Charaktere. Du hast so den Bösewichtern, die original aus den Filmen dabei waren, auch richtiges Bild dazu, plus die Spielfigur, die da dabei war, mit Kleidung aufgelistet. Du siehst genau, wer das ist. Das ist der Claudio Raffini. Wenn wir mal weitermachen, sehen wir, pass auf, kennt ihr bestimmt auch, das ist der Salvatore Selborgis. Kennt ihr vielleicht auch aus dem Bud Spencer Terence Hill Filmen. Der war auch hier dabei, natürlich im Spiel. Ganz bekannt, hier. Der ist mit am bekanntesten, oder? Sieht gerade aus wie der Duden, wenn ich das so hab. Machen wir mal ein Bild von ihm hier. Guck dir das an. Schon allein, dass diese echten Schauspieler damit abgebildet sind, mit dem Namen, dass du den Namen auch mal dazu hast und genau weißt, Riccardo Pusiti ist eben der Schauspieler gewesen hier. Da sind so viele Leute hier drin. Oder Nebendarsteller oder irgendwas. Das ist einfach toll. Das ist toll. Das sieht richtig stark aus. Die ganzen einzelnen Figuren sind da einfach behandelt. Dann hast du eine Seite für die Karten nochmal. Die Minispiele sind nochmal aufgelistet, erklärt. Also so ein starkes, geniales Buch. Und hier hast du natürlich auch das Spiel jetzt drin. Slaps and Beans 2. Ich habe das für die Switch genommen. Weil ich dachte, da kannst du auch unterwegs, wenn du mal irgendwo mit dem Zug hinfährst, hast du eine Switch dabei, kannst du da ein bisschen unterwegs prügeln und dich da rumschlagen. Wenn du das für die Playstation nimmst, bist du so an zu Hause gebunden. Aber zu Hause, wo der PC ist und du auf Steam ja sowieso auch das Spiel hast, kostenlos gekriegt mit dem ersten Teil auch im Bundle, brauchst du das dann eben nicht für zu Hause. Du brauchst eins, was du auch unterwegs mitnehmen kannst. Ansonsten ist die Box dann danach leer. Die Jelly Beans, du kannst nicht die Jelly Beans aufmachen. Das ist der Inhalt der Box, das ist die Yellow Gold Edition und ich finde das richtig stark, richtig cool. Ich hätte auch einfach nur die 100 Euro gegeben und das unterstützt, wenn man das dann auf Steam mit einem Download-Code so hätte spielen können, weil das echt Bock gemacht hat, das Game zu zocken, die Musik dabei, aber dass du jetzt das noch so für die Hand kriegst, für die Sammlung zum Hinstellen, die wollten damit also kein Geld machen, die wollten einfach nur, dass die Produktionskosten gedeckt sind und alles, was sie an Geld so gekriegt haben, damit das Spiel entstehen kann, haben sie jetzt den Leuten auch, den Supportern wieder zurückgegeben, irgendwo zu einem Teil. Je mehr man supportet hat, desto mehr kriegt man an Goodies mit und jeder konnte sich da eine Version aussuchen. Ich dachte wirklich, ich habe was Normales, aber jetzt Yellow Gold Edition finde ich auf jeden Fall stark. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr schon mal Slaps and Beans gezockt? Den ersten Teil, den zweiten Teil, beide Teile? Schreibt es in die Kommentare. Ciao.